Vor 2, 3 Tagen kam die nächste Stufe vom ehrlichen Mitteilen durch. Ich will eigentlich nichts mehr veröffentlichen. Ich möchte eigentlich keine Bücher mehr schreiben und keinen Content mehr produzieren. Aber wie es halt so ist, ich wache morgens auf und alles ist da und dann ist auch wie so ein Druck da, das dann auch in die Welt zu bringen. Ehrliches Mitteilen Level 4 bedeutet, dass wir uns von den physischen Kanälen vollständig lösen. Ich habe es in Anführungszeichen Telepathie genannt. Diese Variante ist kein Ersatz für das ehrliche Mitteilen auf physischer Ebene. Das kann man nicht überspringen, die ersten zwei Varianten. Das, was ich jetzt beschreibe, macht nur Sinn, wenn du ganz viel Erfahrung mit den ersten Varianten hast und das quasi vollständig integriert hast und da im Großen und Ganzen keine Fragen mehr sind. Dieses vierte Modul oder man könnte sagen Stufe 4 hat in sich selber 4 Ebenen oder wiederum 4 Unterstufen und es dient letztendlich dazu, dass wir telepathische Netzwerke erschaffen und uns an bewusste telepathische Verbindungen gewöhnen. Wir sind letztlich dauernd telepathisch verbunden und im Austausch, nur wir bekommen das nicht mit. Das passiert nicht bewusst. Und L4 hilft uns, die Grundlage dafür zu schaffen, das bewusst zu machen. Das heißt, das, was ich jetzt beschreibe, dient nicht dazu, telepathisch Informationen zu übertragen. Das ist halt jetzt wichtig, das zu verstehen, sondern es dient dazu, dass das, was ohnehin stattfindet, sich bewusst zu machen. Es ist eine Grundlage für bewusste Telepathie. Es ist nicht Telepathie an sich. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie halbwegs klar rübergekommen. Wenn ich es jetzt beschreibe, sollte es ganz deutlich werden. In der einfachsten Variante setzen wir uns gegenüber, so Gesicht zu Gesicht, so wie jetzt, wie du mich siehst, vielleicht 2 Meter Abstand, dann schließen wir die Augen. Und jetzt schauen wir innerlich mit dem inneren Fokus, mit geschlossenen Augen zu dem Gegenüber. Man könnte auch einfach sagen, wir denken an das Gegenüber und schauen gleichzeitig, was bei uns zu spüren ist. Das heißt, was spüren wir, was fühlen wir, was für Gedanken tauchen auf. So, das ist natürlich nicht so leicht. Ja, es ist eine zweigerichtete Aufmerksamkeit. Einerseits muss ich die innere Verbindung zu dem anderen Menschen stabil halten und was nichts anderes bedeutet, als mit dem inneren Fokus an diesen Menschen zu denken und gleichzeitig aber hier wahrzunehmen, was sich hier tut. Aber das ist auch schon alles. Darüber hinaus gibt es nichts mehr zu tun. Das ist generell das Prinzip aller 4 Unterstufen, die ich jetzt noch beschreiben werde. Also eine zweigleisige Aufmerksamkeit mit dem inneren Auge oder mit dem inneren Fokus bei dem anderen sein, an den anderen denken, könnte man sagen, oder das Bild des anderen im Geist stabil halten und gleichzeitig schauen, was hier in diesem Körper-Geist-System sich tut, an Körperempfindungen, Emotionen und Gedanken. Es gibt nichts mehr aktiv zu tun, im Gegensatz zu den ersten Varianten vom ehrlichen Mitteilen. Es ist ein reines Fokus halten und beobachten, Gewahrsein. Das ist alles. Das ist die erste Ebene davon. Die zweite Ebene ist, dass wir das dann zu dritt machen. Das heißt, ich schaue mit dem inneren Auge auf meine beiden Gegenüber. Ich halte also die innere Aufmerksamkeit stabil auf beide gleichzeitig und schaue, was hier in mir passiert. Also es ist wie die erste Stufe, nur eben, dass ich auf zwei Menschen gleichzeitig den inneren Fokus richte. Ansonsten ist das im Wesentlichen das Gleiche wie in Punkt 1. Ja? Also was ich beschreibe, wie gesagt, bezieht sich alles auf Level 4 und das sind jetzt 4 Unterstufen davon. 4 Unterstufen, um sich über nicht physische Flüsse bewusst zu werden, die sowieso da sind. Also ich erinnere nochmal dran, bei L4 gibt es nichts mehr zu tun, sondern nur einen Fokus zu halten und wahrzunehmen, was da ist. Also, Punkt 1 mit 2 Menschen gegenüber, Punkt 2 zu dritt und alle
sind natürlich gleichzeitig aktiv. Das heißt, es kostet nicht so viel Zeit wie über die physische Ebene, wo ja Zeitfenster gestaffelt sind, wo jemand drankommt, der andere hört zu, dann kommt der andere dran und der andere hört zu. Ja, und mit mehr Teilnehmern multipliziert sich das natürlich. Und das haben wir jetzt nicht mehr, sondern alle machen das gleichzeitig. Deswegen spielt es keine Rolle, wie viel das sind. Der Zeitaufwand ist immer derselbe und ich würde vielleicht für den Anfang 10 Minuten vorschlagen. Dritte Ebene ist, wir machen das nicht nur zu dritt, sondern mit einer ganzen Gruppe, zum Beispiel von 8 Menschen. Das heißt, wir treffen uns physisch zu acht und machen das, was ich jetzt beschrieben habe, einfach gleichzeitig jeder mit den anderen 7. Das heißt, wir halten die Gruppe als Ganzes im Fokus. Das ist also jetzt nicht so, dass man 7 Bilder von den anderen Menschen im mentalen Raum stabil hält, das wäre ein bisschen viel verlangt, sondern wir halten das Bewusstsein oder die Wahrnehmung der Gruppe als Ganzes im Fokus und gleichzeitig gucken wir, was hier ist. Und damit lösen wir uns von der Vorstellung und von der Identifizierung eines getrennten und unabhängigen Jemands, ja? Sondern wir wachsen in ein Gruppenbewusstsein rein. Und wiederum genau dasselbe. Wir halten den Fokus stabil auf die Gruppe als Ganzes und schauen einfach, was hier passiert an Körperempfindungen, Emotionen und Gedanken. Nur wahrnehmen, nichts damit machen, nichts sagen, nur wahrnehmen. Man könnte auch sagen, es ist eine Art Meditation zu zweit oder zu dritt oder in der Gruppe. Ihr könnt euch natürlich im Anschluss darüber austauschen, um ja, zu schauen, was da alles Interessantes passiert. Da habe ich nichts dagegen. Nur während ihr das macht und ein bisschen danach nichts miteinander physisch austauschen. Weil, warum? Weil die physische Ebene ist so, die nimmt so viel Raum ein im Bewusstsein, die übertüncht alles. Ja, und wenn wir die subtilen Ebenen wahrnehmen wollen, dann müssen wir einfach die physischen Sinne mal in Ruhe lassen, weil die sonst alles überdecken. Das war die ersten drei. Und dann gibt es noch eine vierte Ebene. Da geht es darum, dass ihr das macht, ohne euch physisch zu treffen. Die ersten drei waren so, dass ihr euch jeweils in einem Raum trefft, physisch. Und bei der vierten Punkt 4 geht es darum, das unabhängig von dem Ort, wo ihr gerade physisch seid, zu tun. Und dafür ist es hilfreich, dass ihr zum Beispiel wöchentlich, das macht regelmäßig, wöchentlich zur gleichen Uhrzeit. Also zum Beispiel jeden Sonntag um 18 Uhr machen wir das für 10 Minuten. Wenn ihr das so regelmäßig macht, dann hilft das dem Nervensystem, dem Unterbewusstsein, den ganzen Sachen, die da am Werke sind, sich darauf einzustellen. Und dann werdet ihr immer genauer den Unterschied merken. Ja, das wird dann blitzartig gehen. Ja, und auch dort, wie in allen Dingen, bekommt man Routine. Wir bekommen dann Routine und diese Ebenen sind ja da. Die werden nur nicht bewusst genutzt. Das ist aber wichtig, dass wir das lernen, weil uns das eben unabhängig macht von physischen Begebenheiten. Und wir wissen nicht, wie das hier weitergeht auf der Erde. Also, ja, das sind einfach, ihr seht, es kommen Dinge und Dinge dazu. Es geht immer weiter, das entwickelt sich alles immer weiter. Und ja, ist spannend, hätte ich auch nicht gedacht. Aber offensichtlich soll das so sein. Und natürlich ist es hilfreich für Menschen oder die Menschen haben es leichter, die Meditationserfahrung haben damit. Das ist aber spielt keine Rolle. Nur bitte, bitte nehmt es nicht als Ersatz für die ersten zwei, für das normale ehrliche Mitteilen über die physische Ebene. Wenn ihr das macht, dann seid ihr raus aus dem Spiel. Das L4 könnt ihr machen, nachdem ihr alles davor komplettiert habt und durchdrungen habt und gelernt und automatisiert habt. Nur dann. Und vorher würde ich das einfach nicht machen, weil sonst das ist dann wie eine Art Flucht in subtile Bereiche und ja, und auf eine Art kann ich dann auch davor flüchten, vor dem direkten Kontakt. Und das möchte ich vermeiden. Aber trotzdem ist es jetzt so durchgekommen, also gebe ich es euch raus. Und ja, viel, was soll ich sagen, viel Freude, viel neue Erfahrung. Wir hängen in dieser Physis fest, ja, jeder Tag scheint zu sein wie derselbe. Wir müssen einfach wirklich vorankommen und diese ganzen Grenzen sprengen. Ja, wir sind in einem Gefängnis und
Ja, es wird Zeit, dass wir uns daraus befreien. Da ist so viel noch möglich, so viele unvorstellbare Dinge. Wenn wir es schaffen, uns in Frieden zu synchronisieren, das können wir uns heute überhaupt alles noch gar nicht vorstellen. Also viel, viel schöne neue Erfahrungen damit.